Und damit und herzlich willkommen zur 121. Folge des Command Conquer 1 Alarmstufe Rot Let's Plays, wo wir gerade hier unten diese Insel erobern wollen. Und es war so klar, dass genau das passiert. Okay, perfekt. Das Wichtigste lebt noch, dass er direkt eine Atombombe hier hinwirft. Das war so klar. Wir wollen hier die Atombomben-Dingens finden und zerstören. Das müsste direkt der da sein. Ah, perfekt. Da ist er. Weg. Damit war er drauf. Und dann kann er keine Atombomben mehr werfen. Er hält ein bisschen viel aus. Aber er zerstört sich quasi fast selber. Das Gebäude hat wirklich selber zerstört. Das ist so traurig, aber okay. Dann macht jemand den Rest platt, wenn er es hinkriegt. Gut, damit ist das Atombombenproblem aus der Welt geschaffen. Und dann können wir hier gleich eine große Gegenoffensive starten. Und zwar hier drüben. Jetzt habe ich zwar schon wieder keine Panzer mehr, weil ich jetzt alles wieder an Atombomben verloren habe, aber ein bisschen habe ich damit ja schon gerechnet, dass das passieren wird. Aber dass er sich selber natürlich so zerwichst, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was jetzt schade ist, dass ich bloß noch zwei Panzer hier habe und es jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauert. Egal, wir produzieren in der Zeit einfach weiter. Na? Panzer? So, einmal noch da drauf. Und dann geht mir mal die Insel mir noch erkunden und sagt mir, was hier noch ist. Weil wir keine schwarzen Kartenabschnitte hier haben. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist das dann schon wieder eine sauwitzige Mission gewesen, weil man hat massive Ressourcenprobleme hier oben. Hier. Und kommt nicht so ohne weiteres an Ressourcen. Kann aber auch nicht einfach erstmal so angreifen, sondern muss sich Gedanken machen, in welcher Reihenfolge man angreift. Und ich musste erst... Erstes Missionsziel erreicht. Erst das Gebäude hier oben ihn wegnehmen, damit ich überhaupt eine Chance habe, einen solchen Gegenschlag zu machen, der es überhaupt ermöglicht, die Mission abzuschließen. Also, ganz ehrlich, ja, sie wirkte im ersten Moment etwas schwer, die Mission, aber im zweiten Moment einfach nur cool. Im zweiten Moment habe ich nichts zu kritisieren und bin glücklich und zufrieden. Ihr geht, fahrt mal dahin. Was sehe ich hier? Könnt ihr euch drum kümmern? Nicht nach unten fahren. Geht nur darum, dass das Erzfeld hier ein bisschen gesicherter ist. Ah ja, klar. So, hier, sagt mir noch, was hier ist. Ich gehe davon aus, wenn der sagt, Missionsziel erreicht, dass hier nichts weiter ist. So, dort könnt ihr euch sammeln, das ist okay. Solange wie keiner auf die glorreiche Idee kommt, woanders lang zu fahren, ist das so okay. Jetzt nehmen wir unsere Bötchen und erkunden hier mal noch auf dem Wasser den Rest. Wobei da ja eigentlich nur ein Punkt interessant ist, kann ich seine Basis von hier unten ein wenig nerven? Kann ich ihn seiner Basis hier unten ein bisschen was wegnehmen? Der Rest wäre eigentlich ja egal. Die fangen schon dort an, das ist alles cool. Okay, perfekt. Das hier ist jetzt natürlich nicht die beste Variante, mit so kaputten Schiffen hier rumzukutschen. Aber ich will erstmal erkunden, deswegen machen wir es trotzdem weiter. Also wir waren hier unten schon mal in einer der vorherigen Missionen in diesem Bereich, wo jetzt mein Mauszeiger auf der Minimap im Kreisel dreht.
Ich weiß aber nur, dass dort eine recht große Basis war. Ich weiß nicht mehr, wie groß die genau war und was da überhaupt alles war. Und daher halten wir noch ein bisschen den Ball flach. Hier geht's an Land. Perfekt. Das ist die Grenze, die ich gesucht habe. Dann können wir jetzt hier hochfahren. Hier habe ich jetzt auch nicht das Interesse, hier viel kaputt zu machen. Wir fahren da gleich mit einer großen Panzerarmee rein. Fliegt mal nach da oben. Gute Idee. Passt. Jetzt erkunde ich noch ganz kurz hier das Schwarze auf dem Wasser, bevor wir dann angreifen. Und dann geht das gleich los. Ja, wenn die Schiffe sich nicht gegenseitig so blockieren würden, wäre das keine so schlimme Katastrophe. Ich weiß nicht. Ach, egal. Man fragt sich manchmal wirklich, was die KI so im Kopf hat. Oh oh. Ach. Oh, nicht wieder. Krieg ich eh nicht rechtzeitig abgefangen. Lass sie machen. Das muss man auch nicht checken, was das sollte. Warum die sich jetzt dann auf einmal umdrehen? Okay, ich würde sagen, das war jetzt der Alarm, wir fangen an. Und greifen seine Basis an. Das bisschen Unsichtbare muss ich dann jetzt halt mal ignorieren. Ja, und wir haben so eine große Panzerarmee, dann macht euch da keine Sorgen. Das würde er nur hinbekommen, wenn er jetzt Atombomben hätte und die habe ich ihn ja weggenommen. So, und jetzt machen wir hier einfach unsere alte Taktik. Wir fahren jetzt einfach nach und nach hier durch. Schießen einfach alles weg, was so in den Weg kommt. Ohne großartig Sinn und Verstand, weil ich nicht glaube, dass er diese Masse hier gedefft bekommt. Und wenn, dann mache ich halt ein dummes Gesicht. So, das da weg, komm. Ja, man sieht das auch sofort, dass es einfach zu viel ist. Nehmen wir ihn das weg, dann kann er mir keine nervigen Einheiten mehr entgegenschicken. Nervigen Bodentruppen. Ja. Jetzt könnt ihr einfach noch gemütlich zugucken, wie ich ihn hier die Basis wegnehme.
Ich würde jetzt sagen, es ist unerwartet einfach, aber es ist nicht unerwartet einfach. Es ist genauso einfach, wie ich es erwartet habe. Man kriegt halt keine besondere Gegenwehr mehr. Der hat ja schon irgendwann früher aufgegeben. Ich frage mich einfach nur, warum genau hat er aufgegeben? Also was war jetzt der ausschlaggebende Punkt dafür, dass er mit den Atombomben mich in Ruhe gelassen hat? Und wir dadurch so leicht das Spiel hatten. Also ich meine, wenn das Speichern und Neustarten des Spiels ein Grund dafür war, ja okay, aber das kann ich ja dann nicht ändern, dass ich mal irgendwann speichere. Ja gut, dann nehmen wir halt erstmal die Base Dev auseinander, obwohl das Gebäude da sinnvoller wäre. So, jetzt das da weg. Den Hubschrauberlandeplatz müsste ich auch mal zerstören, aber am besten in dem Moment, wo der Hubschrauber auch drauf gelandet ist. Dazu müsst ihr erstmal rauskriegen, wo der ist. Ja, perfekt, wird mir verraten. So, Ziel ist es jetzt, dass die Hubschrauber weggenommen, dass ich in die Hubschrauber Hubschrauber wegnehme, nicht die Landeplätze. In Ordnung. Bestätigt in Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. So, jetzt den da wegnimmt, den Hubschrauber, und dann haben wir's. Jetzt müsste ich maximal noch hier fix reagieren. Wenn das nicht der letzte Hubschrauberlandeplatz war, dann kann er trotzdem noch neue Hubschrauber bauen. Von daher nicht so relevant. Gucken, was hier oben ist. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Einheit bereit. In Ordnung. Wird gebaut. Oben. Ja gut. Bestätigt. Unzureichende Finanzmittel. Bestätigt. Bestätigt, bestätigt. In Ordnung. Hier scheint nichts mehr zu sein. Da gucken wir noch hier unten in die Ecke. Ja, wie bereits erwähnt, sicherer Sieg, ne? Unerwartet gut gelungen. Also mir ist es unerwartet gut gelungen. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es zum Schluss so leicht wird, aber ich werde mich jetzt auch nicht beschweren, dass ich es geregelt bekommen habe. Wir schnappen uns noch die Panzer, die wir hier produziert haben während des Kampfes, nehmen die auch mal noch mit nach unten. Wenn wir Erz hätte ich ihn so schnell nicht wegnehmen können. Das hätte noch ein bisschen länger gedauert. Ich habe immer früher gerne klinisch tot gespielt, ne? Es hätte hier so schnell nicht geklappt. Es hätte irgendwann geklappt, aber ich glaube, ich wäre eher klinisch tot gewesen. Wenn ich mir angucke, wo das Erz hier noch versteckt ist, wie wenig Erz noch auf der Karte ist. Hätte das wahrscheinlich nicht geklappt, diese Taktik. Obwohl ich Sammler wegnehmen bis heute eine schöne Taktik finde. An der ich sehr viel Spaß habe. So, theoretisch die letzten beiden Gebäude. Wenn ich nichts übersehen habe. Einsatz erfolgreich. Perfekt. Wird laut.
dann. Jetzt weiß ich nicht, welches das war. Die hier? Ach, egal. Ja. Die Mission hatten wir gerade perfekt. Also, Legend Sie auf Tesla hatten wir. Jetzt geht also weiter mit Sowjet Soldier Wodka Volkov und Chitskov irgendwas. Naja, auf normal erstmal wie immer. Und dann versuchen wir mal zu übersetzen, was wir machen sollen. Die Alliierten haben uns ADF stolen a new armor plating from us. Die Alliierten haben uns eine neue Rüstung geklaut, mit der man with it they can make structures nearly invulnerable. The processing plant must be destroyed. Unbenutzbar? Unusable wäre das. Invulnerable? Ich habe dieses Wort noch nie gelesen. Also, mit der man die Gebäude nahezu unbenutzbar machen kann. Their processing plant, ihre Herstellungsproduktion muss zerstört werden. Für diese kritische Mission erlauben wir Ihnen den Zugang zum Soldaten Volkov. Benutzen Sie ihn und seinen kybernetischen Hund, um die Alliierten und das alliierte Kommandozentrum zu sabotieren. Allow our units in Southeast access to low was? Allowing our units in the Southeast access to the alloy facility. Ja, das ist ein Komma, ich weiß. Use him, also benutze ihn und seinen kybernetischen Hund, um das alliierte Kontrollzentrum zu sabotieren, welches es uns erlaubt, die Einheiten der südöstlichen Fabrik zu kontrollieren. Okay. The mission is a success, wenn die Mission ist erfolgreich, wenn Volkov destroys the Die Mission ist erfolgreich, wenn Volkov das Kommandozentrum zerstört hat und unsere Einheiten and our units destroy the Alloy Factory und unsere Einheiten die Alloy Fabrik zerstört haben. Mhm. Verstärkungen sind eingetroffen. Na schön. Okay. Das war der Anfang. Speichern wir mal. Weiß ich nicht, ob es sinnvoller ist, dass die beide auf das gleiche gehen oder nicht. Okay, ich laufe mal nach hier oben. Ich habe keine Ahnung, wo ich genau hin soll. Sehr interessant. Der schafft sogar Fahrzeuge. Melde mich in Ordnung. Bestätigt, in Ordnung. Sofort. Sehr gern. Sehr gern, in Ordnung. Natürlich. Ja, Sir, in Ordnung. Ja, Sir. Melde mich wie empfohlen. In Ordnung. Sofort. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Okay, diese Einheit ist irgendwie etwas sehr mächtig. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Fast schon ein wenig unerwartet mächtig, aber okay. Natürlich. Ja, Sir. Müsste ich mal angucken, wie die auseinanderflatschen, wenn man sie tötet. Das ist, okay. Warum lauft ihr da lang? Na gut. Okay. Warum auch immer du hier gerade noch einen gefunden hast, den du töten konntest, gehen wir mal gucken, was hier ist. Da kommen wir auch nicht durch. Alles klar, das heißt, wir müssen jetzt nach hier oben. Wir gehen einmal in die nächste Folge. Gucken, dass wir das hier geregelt kriegen. Ich glaube nicht, dass der Weg nach hier unten der richtige ist.
Jetzt bedanke ich mich aber erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, auch nicht mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sag immer zum Schluss. Tschüss.